Ja, Hallöchen, Tagesmotivation von heute. Partnerschaft, ja, wir alle leben in Partnerschaften. Wenn ich als Angestellter bin, lebe ich in der Partnerschaft der Firma gegenüber. Wenn ich Chef bin, in der Partnerschaft Mitarbeitern gegenüber, Kunden gegenüber. Ich lebe in einer Partnerschaft mit meinen Nachbarn, mit den Leuten, mit denen ich den Haushalt teile. Also ich bin permanent in einer Partnerschaft. Und hier ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass ich darauf achte, dass ich mir die Partner einhole, die mir auch zusagen, die Partner einhole, die mir auch gut tun. Das ist leider das, was viele Menschen völlig missachten und dann natürlich Stress haben. Genauso auch, wenn ich unterwegs bin, wenn ich in Urlaub fahre, wenn ich in einem Hotel wohne, gehe ich da auch eine Partnerschaft ein. Und je besser ich mir die vorher aussuche, je besser ich aufpasse, desto mehr Spaß habe ich nachher auch in dieser Partnerschaft. Und dann fühle ich mich auch sehr, sehr wohl. Und das ist doch ein wichtiger Punkt. Meine Großmutter hat immer gesagt, so wie man sich bettet, so liegt man. Ich habe es damals nicht so ganz verstanden. Aber im Laufe der Zeit habe ich es dann, wie heißt es so schön, kapiert. Und ich bin verantwortlich, in was für einer Partnerschaft ich lebe. Beruflich genauso wie privat auch. Niemand anders ist dafür verantwortlich. Und wir leben Gott sei Dank und zum guten Glück in einem völlig freien Land, wo wir das selber entscheiden können. Und wir können auch entscheiden, uns davon wieder zu verabschieden und eine neue Partnerschaft einzugehen, wenn eine alte nicht mehr funktioniert. Es steht nirgendwo in Stein gemeißelt, dass man bis zum Lebensende in einer Partnerschaft verbleiben muss, beruflich wie privat. Also gönnen Sie sich diese Flexibilität, gönnen Sie sich diese Freiheit und Sie kommen wesentlich weiter und Sie haben dieses Glücksgefühl in sich. Und wenn Sie endlich frei sind, dann können Sie auch frei leben und das ist einfach das, was wir brauchen, mit Glück unterwegs zu sein und dann kommt auch der Erfolg. Aber das geht nur, wenn Sie keinen Stress haben. Und wenn ich mir überlege, wie viele Leute in Partnerschaften Stress haben, dann erschreckt mich das schon sehr. In diesem Sinne, passen Sie gut auf sich auf. Tschüss, bye bye, Ihr Hans Krammeri.